wollen von Putin nichts nehmen, aber kriechen Katar in Arsch. Lass dir niemals erzählen, du kannst was nicht, okay? Dass die sich nicht sicher fühlen. Kommen sie irgendwann auch mal zu unserer Schule? Macht an einer Schule haben die Eltern, wenn sie sich verbinden. Danke, Carsten, Digga, dass du unser Hut hier ein bisschen zeigst. Wir kriegen das hin, aber ihr müsst es wollen. Ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich zu sagen und was ich zu denken habe. Und deswegen kämpfe ich heute mit voller Wucht dagegen. Wenn man in der Öffentlichkeit steht und vor allen Dingen auch vielen Menschen aus dem Herzen spricht, dann kommen immer wieder Menschen auf einen zu und fragen nach einem Foto oder wollen einfach mal sich mit dir unterhalten. Und mir ist es auch immer mal wieder wichtig zu spüren, wie die Menschen empfinden. Lässt mich eines nämlich niemals verlieren. Die Bodenhaftung. Ich werde immer bürgernah sein. Das ist genau das, was die Politik nicht hat. Bürgernähe. Viele von euch haben ja vielleicht das Video gesehen, zumindest haben es sehr viele gesehen, wo ich mit Michael Kuhr nachts unterwegs auf den Straßen in Berlin war. Was? Verpisst euch aus Kreuzberg. Was machst du hier? Kommt doch mit deiner rechten Propaganda und geh woanders hin. Hier wollen wir euch nicht. Das kann ganz schnell alles explodieren. Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen? Hab Kindersexpuppen verboten. Hat nur für Pädophile verboten. Dafür gesorgt, dass nie wieder ein Kinderschänder in der Schule arbeiten darf. Ja, was ist denn mit dir? Wir machen da weiter, wo wir es für richtig halten. Eine große Fresse gehabt und wollte sein Gesicht nicht zeigen. Man kann auch manchmal nicht aus seiner Haut. Und ich habe immer eine ganz klare Einstellung dazu. Mir ist ganz egal, woher ein Arschloch kommt, der Scheiße baut. Ob es ein Deutscher ist oder jemand mit Migrationshintergrund. Einem Menschen das Leben nimmt, vergewaltigt, Kinder schändet. Dann verlange ich, dass diese Menschen mit voller Härte des Gesetzes bestraft werden. Dabei ist es mir scheißegal, welche Religion, welche Herkunft, welche Hautfarbe. Es geht um die Taten. Und ich verlange, dass ein Deutscher genauso bestraft wird wie jemand mit Migrationshintergrund. Aber genau da fängt's an. Dann versuchen sie einen immer mit dieser Nazi-Keule zu kommen. Sag mal, haben sie euch ins Gehirn geschissen? Ich kann's nicht anders erklären. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ich bin gegen jede Form des Rassismus. Und ich kämpfe da auch seit Jahren gegen, weil meine Kinder auch zur Hälfte polnisch sind und meine Freundin muslimische Wurzeln hat. Nur mal so nebenbei. Aber ich bin nicht blind oder blöd. Denn wenn hier Dinge passieren, egal von wem diese Taten durchgeführt werden, dann muss man darüber reden. Ich schreie auf. Und ganz besonders, wenn es um Kinder geht. Und das war so in Frankfurt, in Illerkirchberg oder auch in Würzburg, wo der Täter versucht hat, ein Kind zu töten, aber die Mutter sich davor geworfen hat und jetzt tot ist. Und wenn sie keine Argumente mehr haben, dann kommen sie mit der Nazi-Keule. Sie versuchen, sie mundtot zu machen. Und bei dem einen oder anderen funktioniert das vielleicht auch. Bei mir funktioniert das nicht. Ich lasse mir den Mund nicht verbieten und schon gar nicht, wenn Menschenleben gefährdet werden oder sterben. Ich schütze Menschenleben und ganz besonders die von Kindern jeglicher Herkunft, jeglicher Religion, jeglicher Hautfarbe. Das mache ich. Kommt mit Argumenten und nicht mit Scheiße. Ihr wollt was bewegen? Dann solltet ihr handeln und vor allen Dingen solltet ihr Scheiße vom etwas Guten unterscheiden können. Ich setze mich in jede Talkshow mit jedem Politiker. Warum tun's die denn nicht? Ihr könnt mich in keinen Schreibtisch drücken, in keinen Schrank, in nichts. Ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich zu sagen und was ich zu denken habe. Ich folge meinem Herzen und ich folge dem Kinderschutz. Und wenn Menschenleben gefährdet werden, ob von einem Arschloch aus Deutschland oder von einem Arschloch von sonst woher, dann werde ich dieses Arschloch bekämpfen und dafür alles tun, dass dieses Arschloch mit Höchststrafe bestraft wird. War das klar und deutlich? Hat das jetzt jeder verstanden? Grundsätzlich ist es immer so, wenn du Missstände ansprichst und polarisierst, sind immer zwei Seiten der Medaille. Die dafür dankbar sind und dich auch unterstützen und auch loben. Und dann hast du die vielleicht auch Scheiße über dich labern. Ganz ehrlich, die erste negative Begegnung mit solchen Leuten und das auch noch welche, die absolut den Content nicht verstehen oder auch nicht verstehen wollen, war jetzt am Kottbusser Tor, als ich mit Michael gedreht habe. Davor kann ich mich nicht entsinnen, nicht ersinnen in den 9 Jahren, dass irgendjemand auf der Straße mir mal einen dummen Spruch oder irgendeine Scheiße gelabert hat. Dass er sie vielleicht gedacht hat, ist eine andere Geschichte. Aber angesprochen nicht. Im Netz haben sie alle eine große Fresse. Sitzen sie hinter ihrer Tastatur und tippen halt drauf. Das können sie alle. Klar, man kann unterschiedlicher Meinung sein. Man kann jemanden auch kritisieren. Aber man sollte dann schon auch auf seine Wortwahl achten. Und das lasse ich nämlich nicht zu, dass man einfach Scheiße labert
und das mir so ungefiltert in die Fresse schmeißt, ohne eine Reaktion zu finden. Rico. Hallo Carsten. Wie geht's dir? Alles gut. Immer, das wird sich nicht ändern. Das ändert sich nicht, Rico. Geht's dir gut? Ja, auf jeden Fall. Das freut mich. Danke dir. Manchmal frage ich mich, warum nicht viel mehr Prominente aus ihren Möglichkeiten mehr machen, denn sie könnten so viel bewegen. Ich weiß, da sind natürlich auch Ängste dabei, man könnte gejudged werden und man möchte nicht gerne über negative Themen reden, aber wir müssen doch über bestimmte Themen auch sprechen. Wenn wir nicht auch die schlimmen Dinge in unserer Gesellschaft ansprechen, dann können wir es ja noch nicht verändern. Aber vielleicht kann ich ja mit meinem Tun und meinem Wirken noch andere dazu mitbewegen, auch was zu tun. Und ich merke immer wieder die Reaktion, die Leute sind mir auch dankbar und es ist doch immer wieder erstaunlich, dass sich die Politiker scheuen, mit mir in eine Talkshow zu gehen. Von nichts eine Ahnung, aber La Paloma pfeifen. Naja, mal gucken, wo das hinführt. Ich werde definitiv nicht La Paloma pfeifen, sondern ich werde meine Fresse aufmachen. Und wenn diese La Paloma-Sänger mal die Eier hätten oder Eierstöcke hätten, sich mit Leuten wie uns in eine Talkshow zu setzen, dann würden wir doch sehen, wie viel Wissen und wie viel vor allem Charakter da ist, nicht wahr? Sich wegducken und feige sein, ist kein Charakter. Ja, ich habe es eben noch gesagt, die Leute nehmen es an. Das ist ein Mensch, der Menschenleben von A nach B jeden Tag fährt und der sich in den Worten, die ich ja sage, widerspiegeln muss. Sonst würde er mit Sicherheit nicht mir aus dem Auto, aus seinem Arbeitsplatz heraus einen Finger zeigen. Und vor allen Dingen den Daumen und nicht den Mittelfinger, nicht wahr? Und ich weiß nicht, ob das so vielen Politikern passiert. Besonders in der Jetztzeit. Ich bezweifle es. Das haben sie selbst verschuldet. Durch die Lügen. Durch diese Verarscherei und weil sie die Menschen für dumm verkaufen. Ich folge dir bei Insta, deswegen. Ach, danke schön. Gerne. Machst eine gute Arbeit. Warte mal. Ja, ich probier's. Sehr gut. Aber da sind ja so viele runtergehüpft von den Dingen. Ja, ich weiß, ja. Meine Freundin hat da mal gewohnt. Ja. Habe ich das damals sehr, sehr, sehr oft mitbekommen. Ja, ist krass, ne? Weil wenn wir heute nicht das Maul aufmachen, was glaubst du, was in 20 Jahren ist? Irgendeiner muss es, wa? Aber dann wirst du halt leider so an die Frage gestellt. Also ich engagiere mich selber nicht so politisch und so, aber ich find's auch vor allem für die Kinder. Ich habe selber Kinder. Und seitdem ich alleinerziehend bin, ist es halt, fällt mir noch mehr Sachen auf, weil ich die noch mehr beschützen möchte vor allem. Ja. Und ist schon. Aber merkst du, hast du auch das Gefühl, so wie es ist ja nicht etwas, was ich einfach nur so sage. Ja. Spürst du auch irgendwo, dass wir von allem mehr haben? Also, dass die Gewalt zunimmt, Vergewaltigung, Kinder, du weißt, ich sag's immer wieder, Deutschland ist ein Paradies für Kinderschänder. Merkst du das? Hast du auch dieses Gefühl? Merkst du, dass das zunimmt? Also, seitdem ich mich damit ein bisschen beschäftige, ja. Ja. Also, was Kindermissbrauch, also ich habe mir einiges reingezogen im Internet. Mhm. Ich konnte nicht schlafen. Es ist so schlimm. Meine Kinder wundern sich, dass ich sie nicht alleine zur Schule lasse. Sondern ich werde euch bringen. Also ich habe einfach Angst, auch wenn ich in Marienfelde wohne und man eigentlich denkt, man kennt ja fast jeden hier. Und diese Täter sind überall. Die hast du in Marienfelde, genauso wie in Bremen oder sonst, egal wo, die hast du überall. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass in so einem Brennpunkt, ich meine jetzt nicht Brennpunkt, was hier passiert, sondern dass viele Menschen zusammen in Hochhäusern leben, die Wahrscheinlichkeit, dass die sich natürlich hier auch mittendrin sind, ist ja sehr groß. Ja, du hast viele Spielplätze, du hast viele Örtlichkeiten, die sind da. Und mir geht es darum, dass die sich nicht sicher fühlen. Die sollen nicht Angst vor Gewalt haben. Mhm. Die sollen aber wissen, wir werden es nicht weiter zulassen, dass sie Kinder missbrauchen und im maximal dafür 2,5 Jahre auf Bewährung bekommen. Das ist echt krass. Das musst du dir vorstellen. Leute, die die Steuer hinterziehen, kriegen mehr als jemand, der Kinder missbraucht. Und das ist für mich einfach unfassbar. Ich will, dass die Kinder geschützt werden und dass jemand, der ein Kind missbraucht, selbst das ist ja schon lächerlich, nicht unter 5 Jahre dafür bekommt. Ja? Ja, normalerweise nicht unter 10 Jahre. Ja. Also ich finde es beängstigend. Ich probiere das oft im Alltag zu verdrängen, gar nicht darüber nachzudenken. Ja, weil ich weiß nicht, ob ich damit... Aber es ist echt krass, einfach wenn man sich überlegt, dass dagegen nichts gemacht wird. Man kriegt sonst den Gedanken, hinter jedem Baum steht jemand. Ja. Das ist natürlich... Man muss genau, ja trotzdem noch frei bewegen. Es geht nur darum, dass ihr es zumindest auch auf dem Schirm habt. Wie können denn Leute ihre Kinder im Netz zeigen? Mhm. Kleine Kinder, wo im Netz so viele Pädophile und Kinderschänder sind, die Kinder ausspionieren. Ich will nur sensibilisieren, seid achtsam. Und wenn ihr dann auf Spielplätzen seid und seht, dass da vielleicht Männer mit einem bestimmten Alter abhängen, keine Kinder dabei haben und da ständig die Kinder anschauen oder vielleicht filmen, dass ihr sofort die Polizei ruft und reagiert. Naja. Ihr könnt euch das nicht gefallen lassen. Und zu denken, die sind überall. Ich kann dir nicht garantieren, dass hier keiner mit dir in diesem Haus oder hier in der Gegend wohnt. Das kann dir nicht garantieren. Ja, der Nachbar sein. Man hat kein Vertrauen mehr, ist einfach so. Man sollte nicht zu paranoid sein. Also ich fühle mich von dieser
Bundesregierung verarscht, für blöd verkauft und verraten. So fühle ich mich. Und dann könnte ich einfach nur jammern oder ich kann mein Maul aufmachen. Und was machen, ne? Und das tue ich. Ich tue es, damit was passiert. Ich möchte einfach meinen Kindern oder deinen Kindern oder irgendwann später nicht sagen, ja, Herr Stahl, du hättest was machen können, aber hast nichts gemacht. Hast zugeguckt, so wie viele Fußballer. Das ist ein gutes Zeichen gewesen für Schweigen. Wir schweigen. Ja, wir spielen uns da auf, wollen von Putin nichts nehmen, aber kriechen Katar in den Arsch. Was für eine Heuchlerei, naja. Herr Habeck. Es ist eine Lachnummer. Es ist eine Lachnummer. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich danke dir. Man sieht halt auch im Internet über TikTok und so, viele Leute kennen dich halt daher. Und daher hat man halt auch so eine, sowas wie eine Ansprechstation, so falls man das sieht. Weil, weißt du, mir ist es wichtig, mit dem, was ich ja da mache, euch aufzuklären und euch auch dazu zu bewegen, nicht wegzusehen, nicht zu schweigen und auch was zu machen. Also in der Hinsicht halt so, was es angeht, wie man andere Menschen behandelt oder auch wie man andere Mitschüler behandelt, ist das schon so eine Vorbildfunktion, weil man muss sich halt auch mal in die Lage so der anderen versetzen und dann halt merkt man halt auch, dass man da selber nicht sein will und deswegen. Hast du selber Mobbing auch erlebt? Ja, in der Grundschule halt, aber da war es halt nicht so, es war halt, ich würde es jetzt nicht richtig so starkes Mobbing nennen, aber es war halt damals schon. Aber fühlt sich scheiße an, oder? Ja. Und du? Es war keine tolle Erfahrung. Und würdest du sagen, guck mal, mich hat Mobbing so sehr geprägt, auch heute noch, dass ich ja, wenn ich daran zurückdenke, merke, wie es mich verletzt hat. Könnt ihr verstehen, wie man das verharmlosen kann, wo es doch so eine wichtige, prägende, wegweisende Bedeutung hat, wenn du es als Kind erlebst? Könnt ihr verstehen, dass man das verharmlost? Nein, absolut nicht. Das ist sehr schlimm und ja, als Kind, wenn man das erlebt, das wird einen das ganze Leben mitverfolgen. Und irgendwann seid ihr nämlich die Väter, dann habt ihr Kinder. Wenn wir jetzt nämlich nicht anfangen, diese Scheiße endlich zu bekämpfen, richtig zu bekämpfen, was glaubt ihr, was eure Kinder durchmachen müssen? Die Kinder, die später sind, die haben so eine Flut auch von außen, die auf die Kinder einwirkt. Und deswegen mache ich das. Und ich schaffe es aber nicht allein. Deswegen brauche ich Leute wie euch, die an den Schulen, wenn er zumindest nur sagt, ey, hört doch mal auf mit der Scheiße. Habt ihr nicht gehört, was daraus entstehen kann? Es ist so. Welche Schule seid ihr hier, da Gustav Heiner? Ihr wisst, dass sich da ein Kind umgebracht hat. Ja? Da habe ich drüber berichtet. Da hat sich ein Junge umgebracht. Das muss nicht immer alles mit Mobbing zu tun haben. Das hat was mit Verzweiflung zu tun. Ich habe so unter Mobbing gelitten, dass ich mir das Leben nehmen wollte. Und deswegen kämpfe ich heute mit voller Wucht dagegen. Vor allen Dingen mit Herz und dass ihr nicht schweigt. Ihr müsst da nicht hingehen, schon gar keine Gewalt anwenden. Aber sagt, stopp, lasst den Scheiß. Ihr verletzt damit euch. Dich hat es weniger hart getroffen, dich hat es hart getroffen. Ihr wisst, wie es sich anfühlt. Und deswegen ist es wichtig, dass er dabei mitmacht. Ja? Jungs. Ich wünsche euch und euren Familien eine wunderschöne Weihnachtszeit. Schaut nicht weg, bleibt tapfer und werdet zu starken Männern. Und wenn er es in die Politik schafft, verändert diese Welt. Denn diese Politik von heute ist eine Katastrophe. Danke. Vielen Dank. Alles klar. Kommt gut nach Hause. Ja, ciao. Wen heißt er denn? Ja, da kenne ich, ist Stefan Hunter, einer meiner Unterstützer. Genau, dadurch kenne ich sie auch. Okay. Jungs, habt eine schöne Weihnachtszeit, ob er feiert oder nicht, ja? Ciao. Verkaufst du Blumen oder warum stehst du bei Blumenschlägel? Aha. Naja, ich versuche halt überall ein bisschen zu helfen. Nee, wie geht's? Gut, ja, dir auch? Auch. Was filmt da? Video? Ja? Für meinen YouTube-Kanal. Ich habe ja so einen neuen YouTube-Kanal. Ich habe ja früher immer nur den Content von anderen praktisch gefüllt, weil ich nicht Bock hatte, so von unten nach oben zu klettern. Aber jetzt habe ich halt ein Team, das mich so ein bisschen begleitet. Und dann laufe ich halt so ein bisschen durch alte Ecken, Gegenden, immer mal, wenn wir wieder Luft haben. Guck mal, was hast du eigentlich dazu, dass Leute, obwohl ich Missstände anspreche, Kinder schütze, wie kommst du mit deinem Hintergrund und mit den Jahren, die du schon auf dieser Welt bist, wie kommst du damit klar, dass man Menschen wie mich versucht, in eine rechte Ecke zu schieben? Wenn du das rechte hörst. Ecke. In eine rechte Ecke. Nee, also jetzt so meine Meinung, ich habe dich noch nie so rechts gesehen irgendwie, aber so, keine Ahnung, vielleicht so Erscheinungsbild oder ja, so. Na gut, aber ich habe ja nur keine Glatze. Ja, wenn jemand keine Haare auf dem Kopf hat, ist er auch kein Rechter. Wenn hier jetzt ein Kind vergewaltigt werden würde, ein Kind missbraucht werden würde, würden wir beide ja nicht tatenlos da stehen. Nee, wir würden in Sicherheit nicht da stehen. So, wir würden da eingreifen. Aber viele Menschen wollen vielleicht nicht, dass man eingreift. Viele Menschen wollen nicht.
Muss man doch. Das ist doch Pflicht, oder? Für jedes Mensch. Eigentlich ja. Aber guck mal, wie viele Leute haben in dieser Pandemie oder jetzt in dieser Inflation keine Courage? Bist du hier groß geworden, bist du hier aufgewachsen? Ja. Fuhl. Bist du Gustav Heinemann immer gegangen, oder? Nee. Ja? Da bin ich nicht raufgekommen. Du bist nicht raufgekommen? Nee. Okay. Bist aber trotzdem zurechtgekommen. Ja, wie alt bist du jetzt? Ich bin 20, ja. 20. Was machst du jetzt beruflich? Dies und das. Wichtig ist, egal was du machst. Mal gerade bleiben, Kopf nach oben und Mitmenschen helfen. Mehr braucht man nicht. Du wirst immer im Leben mal auf die Fresse fallen. Du wirst auch mal im Leben auf die Fresse kriegen. Es ist so, das Leben ist kein Wunschkonzert. Aber das Entscheidende ist, dass du daraus lernst und dich verbesserst. Und irgendwann, das kann ich dir sagen, wenn du Glück hast, wirst du Vater. Aber dann wirst du merken, dass das Leben noch ganz anders tickt. Ja? Ich wünsche dir dieses Glück. Weil das ist etwas ganz, ganz, ganz Starkes. Ich durfte es erleben allerdings erst, als ich 35 war. Ich habe lange gewartet. Ist auch manchmal ganz gut, bis man einmal selber eine gewisse Reife hat. Mhm. Wenn du spürst, dass was scheiße ist, greif ein, natürlich, zeig Zivilcourage und halt dich an die Regeln, so gut wie es geht. Okay? Nochmal danke, Carsten, Digga, dass du unser Hut hier ein bisschen zeigst. Weil macht ja keiner. Die gehen nur hin, wo es schön ist, hast du gerade gesagt. Und aber weißt du, wir brauchen auch ein bisschen Liebe hier, weißt du? Natürlich. Ja, und genau deshalb, für mich ist es wichtig, nicht zu vergessen, wo man herkommt, was man erlebt hat, weil das mich auch geprägt hat. Mhm. Und es kann sich ja nur was verändern und verbessern, wenn man den Menschen auch mal zeigt, wie es ist. Das hier ist das wahre Leben und nicht die Leute, denen es in einer Inflation trotzdem gut geht. Uns geht's beschissen, den Menschen hier geht's beschissen, hier haben Menschen Ängste, Nöte und Sorgen. Aber darüber redet man ja nun nicht gerne. Aber ich zeige nun mal auch die Schattenseiten. Ja? Großer, danke, dass du da warst, gerne, dass du gerne bereit warst, darüber danke, zu reden. Danke, dass du da warst, Sigi. Vielen Dank. Ja? Also, ich auch. I can wait to be there, me and you alone, alone. In a paradise that we can call our own. Oh, we'll be running, running, running away. Dankeschön, das ist ein großes Vorbild an alle. Ich danke dir. Vergesse nicht, wenn ich nicht mehr da bin oder nicht mehr kann, ihr seid die Vorbilder der Zukunft. Nehmt das, was ich sage, bildet euch noch viel eigene Meinung dazu, schaut niemals weg, lasst euch nicht verarschen. Es ist eure Zukunft, alle gemeinsam hier. Wir kommen alle aus so einer Ecke. Überleg es, wenn ich es geschafft habe, in eine andere Richtung zu kommen und was zu bewegen, kannst du das auch. Lass dir niemals erzählen, du kannst was nicht, okay? Alles gut. Danke dir. Ja? Dankeschön. Herr Stahl, vielen Dank. Ja. Wir haben eine Mobbingbeauftragte bei uns in der Schule. Schon mal gut. Ich bin Gesamtelternvertretung auch. Aber man kann so viel Präventionsarbeit reinstecken, wie man möchte, gerade so gefühlt. Aber es hilft irgendwie gerade trotzdem nicht. Und ich finde, das Thema fängt ja schon zu Hause an. Ganz, vollkommen, also definitiv. Ich habe selber 4 Kinder, ganz willensstarke, ganz eigene Charaktere und eine mit ganz kurzen Haaren, die hat im Sommer sich so gequält, weil natürlich alle gesagt haben, wie als Mädel, kurze Haare, wie geht das? Ne? Sie also, darf machen, was sie will, die anderen haben es zu akzeptieren. Richtig. Ich kriege ja diese Hilfeschreie aus ganz Deutschland und viele Schulen hören mich ja auch. Ich war jetzt wieder an einer Schule, davor die Woche, die holen mich, aber es funktioniert immer nur um den gleichen Weg. Mhm. Der Schulleiter muss Ja sagen, die Schulleitung muss Ja sagen. So. Eltern können es engagieren oder Lehrer können es engagieren, dann nehmen die mit mir Kontakt auf. Das Entscheidende ist aber, die Hälfte aller Schulen hat Angst vor dem Thema und sagt immer, wir haben keine Probleme oder wir tun genug. Mhm. Man kann nie genug tun. Ich arbeite vormittags mit den Schülern und den Lehrern, nachmittags mit den Lehrern und abends mit den Eltern. Ich nehme alle mit an Bord. Schüler, Lehrer, Eltern. Alle sind Teil des Problems und Teil der Lösung. So arbeitet kein anderer. Ja. Ja, warum? Die Schüler sehen zu mir auf, die Lehrer, ob sie mich mögen oder nicht, müssen mir aber zuhören. Die meisten tun es ja zum Glück auch. Aber ich bin auch wieder ein Vermittler zwischen Eltern und Lehrern. Und ich habe Einfluss in bestimmte Dinge, die ich einfach durch die Politik weiß. Und ich bin deshalb so gut im Thema Mobbing, weil ich es erlebt habe. Als Opfer, als Täter, als Mittäter und als Vater, dessen Kind zum Opfer nach kurzer Zeit vom Mobbing wurde. Ich kenne es aus der Praxis, nicht aus der Theorie. In der Schule hier, in der Solling-Schule, da ist eine Schulleitung, die seit Jahren dieses Thema totschweigt. Vorhin hat mich mir wieder einer angesprochen. Es ist eine Problemschule, wie viele Schulen in Berlin und deutschlandweit. Aber das größte Problem ist die Schulleitung, die sagt, an meiner Schule gibt es keine Probleme. Und wenn dann Eltern sich beschweren, werden sie massiv teilweise unter Druck gesetzt oder mundtot gemacht. Aber viele Eltern lassen sich auch mundtot machen. Lasst euch nicht mundtot machen. Ihr wollt was für eure Kinder verändern? Dann erhebt eure Stimme. Mein Sohn wurde Opfer von Mobbing. Ich habe meine Stimme erhoben. Schaut, was draus gewachsen ist. Die haben Angst davor,
dass es nämlich in die Medien geht. Keine Schule möchte negative Presse. Wir wollen, dass die Schulen den Kindern hilft, den Eltern hilft, sich selbst hilft. Mobbing ist kein Problem der Schulen, sondern der Gesellschaft. Jeden Tag stirbt ein Kind. An dieser Schule hat sich jemand das Leben genommen wegen Mobbing, das weiß ich ganz genau. Aber es wird totgeschwiegen. Und der Berliner Senat, als wir die Zahlen haben wollten über einen Abgeordneten, hat diese Zahlen zur Verschlusssache erklärt. Der sagt, wir dürfen die Zahlen nicht einsehen, weil sie dem Land Berlin schaden würden. Es schadet nur der Politik, weil sie versagt. Aber die meisten machen dies. Ihr nicht. Haltet zusammen. Und lasst euch niemals sagen, ihr könntet es nicht schaffen. Ich bin auch nur ein Vater. Mit einer großen Fresse. Seid einfach Eltern mit einer großen Fresse. Macht an einer Schule haben die Eltern, wenn sie sich verbinden. Die Macht über diese Politik haben die Bürger, wenn sie sich verbinden. Lasst euch nicht unterkriegen. Danke. The Boys 4-5 grüßen. The Boys oder The Voice? The Boys. The Boys 4-5? Ja. Was, für was steht denn 54? Haben wir uns einfach so. Also zu unserer Zeit hieß es noch so, warte mal, wie hießen die damals? Southside Raiders oder die 69ers und 48ers. Das war, glaube ich, damals hier 84. Oder, nee, 48 oder 42? Hä? 48, ja. Da hatten wir alle, dann kamen damals die ganzen Bomberjacken raus. Wir sahen alle aus wie Vollidioten. Okay. Ja, also solche Dinge war zu unserer Zeit. Zum Glück habt ihr das heute nicht. Aber ich bitte euch, wenn ihr euch zusammentut, haltet euch trotzdem an die Gesetze. Versucht respektvoll und tolerant miteinander umzugehen, jedem Menschen, jeder Kultur gegenüber. Und vor allen Dingen schaut nicht weg. Diese Zukunft unseres Landes, die hört euch und euren Kindern. Macht dieses Land zu einem besseren Land, zu einem sicheren Land. Haben Sie was an die jüngere Generation zu sagen? Ihr seid die Zukunft. Glaubt mir, ich habe früher mal auch weggesehen. Ich bereue es. Ich auch. Schaut nicht weg. Man sieht sich. Danke dir. Darf ich auch ein Video machen? Ja, darfst du. Wie heißt du? Aro. Hallo, hallo Carsten. Also, hallo Aro. Ja, also erstmal, ich finde es sehr toll, was Sie für Arbeit leisten. Danke dir. Und ja, auf jeden Fall, Sie bewegen sehr viel in der heutigen Gesellschaft. Aber Sie haben auch recht bei den Themen, die Sie ansprechen. Also zum Beispiel das mit dem Klimaschutz. Da sollte man sich nicht irgendwo ankleben. Also grundsätzlich ist es wichtig, fürs Klima zu kämpfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich finde es einfach, wer sich fürs Klima einsetzt, sollte sich auch für die Kinder einsetzen. Ja. Und sich irgendwo festzukleben und Menschen zu nötigen, ist immer der falsche Weg. Damit fördert ihr eigentlich nur, dass die Menschen eigentlich das Thema hassen. Also, und wenn sie sich festkleben, am Bundestag an den Autos der Politikern, klebt euch da fest. Da helfe ich euch, da kurve ich euch sogar Riesentupen-Us. Aber bitte nicht an Straßen, wo Menschenleben ihr benötigt und gefährdet werden. Kann ich noch ein Foto mit Ihnen machen? Ja. Vielen Dank. Nicht dafür. Danke dir. Ja, ciao. Tschüss. Euch auch, danke. Schöne Weihnachten, falls ihr feiert, ja? Können Sie meinen kleinen Bruder Hamza und Mohammed grüßen? Ich grüße die kleinen Brüder dieser jungen Frau Hamza und Mohammed. Habt eine schöne Zeit und werdet große, starke Jungs. Immer mit Herz, immer mit Verstand, die auf eure große Schwester aufpassen und vor allen Dingen, die dieses Land zu einem besseren Ort machen. Für die Jugend, die diese Welt gehört, bitte macht die Welt zu einem besseren Ort. Kämpft von mir aus fürs Klima, kämpft für Veränderungen, aber kämpft vor allen Dingen für euch und eure Rechte. Und kämpft dafür, dass Menschen sich respektvoll gegenübereinander verhalten und miteinander verhalten. Arschlöcher gibt es in jeder Kultur, mit jeder Hautfarbe und mit jeder Religion. Wir müssen die Arschlöcher bekämpfen und wir müssen die guten Menschen schützen und stützen. Danke. Dankeschön. Wie geht's Ihnen? Gut. Können Sie vielleicht einen Freund Arda grüßen? Arda? Ja. Hallo, Arda, ich grüße dich schön mit deinem Kumpel hier. Emre. Emre? Ja. Ja, natürlich, dürfen Sie das. Sind Sie Berliner? Ja. Echt? Kicke, kicke mal. Ach so, ja? Warte, ich mach noch mal eins, ne? Mal für gut Glück hier. So, haben wir. Bitte schön. Sie haben mir auch in den schwierigen Zeiten geholfen. Ich habe das selber durch mit Mobbing, sexuelle Belästigung und alles Mögliche. Also. Es gibt Menschen, die zerbrechen daran und es gibt Menschen, die werden zum Kämpfer. Die Entscheidung darüber hast nur du. Lass dich nicht zerbrechen. Wir können nicht ändern, was dir passiert ist. Aber du kannst daraus lernen und du kannst für andere kämpfen. Und lass dir niemals deinen Mund verbieten. Man hat dir Dinge angetan, die dich geschwächt haben. Aber du kannst daraus zu einem ganz starken Menschen werden. Okay? Ja, könnt ihr gerne ein Gruppenfeld haben. Kommt zieht sich ein bisschen das Video heute. Ja, es wird etwas länger. So viele Komparsen kann man sich nämlich nicht holen. Kommen Sie irgendwann auch mal zu unserer Schule? Würdet ihr euch denn wünschen, dass ich an eure Schule komme? Ja. Wenn ihr euch als Schüler zusammentut, zusammen mit euren Eltern und sagt, ihr wollt, dass Carsten Stahl kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Ihr müsst es fordern. Ihr müsst euch das wünschen und fordern. Wenn ihr nur leise drüber redet, versuchen sie es zu verdrängen. Aber wenn ihr es fordert und viele seid, dann können sie sich nicht wehren dagegen. Wir kriegen das hin, aber ihr müsst es wollen. Mhm. Ihr seht ja, ich bin hier.
Ja. Ich brauche nur zur Schule kommen. Ich bin ja nicht nur in Berlin. Ich bin überall in Deutschland. Mal der Schule, der, da mal in der Politik, da mal irgendwo. Ist es wichtig, zu zeigen, was passiert. Man kann euch nur helfen, wenn man euch die Augen öffnet. Man kann diese Scheißwelt nur besser machen, indem man Maul aufmacht. Man kann diese Politik nur zum Handeln bringen, wenn man sich zwingt. Bitte? Bitte funktioniert bei denen nicht. Die denken so und die denken ideologisch. Denkt mal darüber nach, warum die Menschen und vor allem die Jugendlichen hinter mir stehen und hinter dem, was ich sage. Dass ich etwas bewege und dass sie sich damit identifizieren. Und das sollten vielleicht die einen oder anderen mal überlegen, die Scheiße über mich labern oder mich bekämpfen wollen. Ich bekämpfe euch nicht. Ich bekämpfe Missstände. Lügen, Diffamierung, ich bekämpfe Kinderschänder, ich bekämpfe Kindesmisshandlungen, Vergewaltigungen und Missstände in unserem Land, wenn Menschen getötet werden. Vor allen Dingen dann, wenn Menschen im Stich gelassen werden, wenn sie doch so viele Versprechungen bekommen, die nicht eingehalten werden. Wir müssen etwas verändern und das können wir nicht, indem wir Scheiße labern und indem wir wegsehen. Das können wir nur, indem wir handeln. Ob ihr mich mögt oder nicht, ich handle, wo viele nur reden und quatschen. Nicht hätte, könnte, wollte, sollte, sondern machen. Liebe Politik, machen. Quatschen könnt ihr. Kohle zum Fenster rausschmeißen könnt ihr. Setzt euch mal für die Bürger ein und besonders für die Kinder. Danke. Das Ganze nenne ich den Tag der Gemeinschaft. Gemeinsam für Respekt und Toleranz. Immer für was Gutes sein.